zusammen und irgendwie, da ist etwas. Hoi! Hoi zusammen, da ist die Ayla! Komm, machen wir. Wir gehen in eine Hölle! Also. So, das ist der Rest von der Gruppe und da haben wir Holz, sind alle fleissig am Holz sammeln. Ah! Ich wow! Ist alle extrem beladen. So, wir sind jetzt hier schon am Objekt unserer Begierde. Eine Hölle! Das ist Alexandra. Was machen wir in dieser Hölle? Wurstbrötle. Okay. Velio Peter, sag etwas über die Hölle. Das erste Mal das Wichtigste. Wem gehört die Hölle? Wo ist mein Hut? Peter, das erste Mal die wichtigste Frage, die wir klären. Wem gehört die Hölle? Mir. Die gehört mir. Du hast sie bemessen, gell? Wann ist das? Vor 20 Jahren. Jetzt ist der Peter noch rank und schlank. Ja. Was hast du dabei? Was? Zum Anzünden. Oh, ein Feuerstart, das ist voll ausgerüstet. Zeig mal du, was du da hast. Ein Kuckeri, ein Trinkhorn und ein Dolch. Das ist voll parat. Die jungen Buschkräfter. Da sehen wir den Simon noch mittels an einem asiatischen Hauwerkzeug Holz zu verarbeiten. Und da ist am Mecken seine Grenze vor Angst. Das Girl mit dem güldenen Haar hat das Feuer schon angebracht. Das war der Jürg. Der Jürg hat das Feuer angebracht. Das überrascht mich. Aber sie haben es nicht einmal gesehen. So, mit brachialer Gewalt. Der Hund. Alles ist am Sägeln und Werkeln und Spalten. Könnt ihr zuschauen. Jetzt kannst du schauen. Aber nicht auf den Mecken. Gut zielen. Ayla ist hier am Arbeiten. Oh, das Girl mit dem güldenen Haar ist hier am Sägeln. Sie sind noch nicht einmal im ersten Viertel. Ich glaube, sie scheitert. Was würdest du jetzt sagen, was ist Kuckeri besser oder Grenzvorrangst? Kuckeri ganz. Also ich bevorzuge immer noch meine Grenzvorrangst. Also sagen wir so, die grosse Grenzvorrangst, die kleine ist wahrscheinlich etwa gleichwertig mit dem Kuckeri. Ja. Ha! Ah. So, der Platz ist eigentlich sonst normalerweise ganz voll zu frei. Wir haben ihn jetzt hier wieder mit unserer Muskelkraft aufgerüstet. Schon wieder so eine hohe Amarone. Am letzten Samstag. Das sind die letzten, nachher schliessen wir ab. Vielleicht. So wie bei den Pilz. Machen wir eine Kerze. Eine Kerz. Ja, also. Einer muss den Tochter haben, oder? Also der Tochter, nein, der Schritt kann sicher einen Tod berichten. Oh nein. Ich habe einen Tochter. Oh nein. Hast du über die Hand? Nein, nicht über die Hand. Über das Bänkchen. Das ist schwierig. Du könntest den Strich brauchen. So. Jetzt kommt der Tochter. Der Tochter. Der Tochter. Du musst ihn halt heben, bis das Abdra abgekühlt ist. So, jetzt haben wir die Kerze gemacht. Schauen wir nachher, ob sie funktioniert. Wir haben hier mehrere Fundestationen, es ist mehr als genug. Lauf. Peter, kommst du genug rüber? Ich hoffe es, ja.
Ja, während man da schon fast fertig ist, brutzelt, wird unser Fondue erst noch aufgekocht. Dafür haben wir genug. Das ist auch unser Fondue voll parat. Guten miteinander. Guten. So, wir sind jetzt an dieser Hölle rein. Suchen den Fledermaus. Ist auch schwierig. Ja, ich komme hier, komm auch hinter. So, ein enger Schluff. Oh mein Gott. Hey, der Tine geht raus. Geht es wieder raus? Das ist aber auf der anderen Seite geht es noch weiter. Jetzt ist noch ziemlich. Jetzt kann man, gell, das letzte Mal sind wir auf der anderen Seite gewesen, dann kannst du noch um einen anderen Ort raus nachher. Ich? Das letzte Mal sind wir doch auf der anderen Seite noch mit hinten geschlafen. Da ist eine Spinne. Wir stecken jetzt am engen Schluff. Vorne liegt der Speleopeter und sucht den Plan von dieser Hölle. Da hinten wird es noch weitergehen, da sind wir das letzte Mal auch gewesen. Wahrscheinlich von vorne. Wir sind noch schlanker. Wir müssen auf eine Alternativroute in andere Teile über. So, wir haben jetzt den Schluff gefunden. Ja, geht ist es. Spelio Peter auf allen Vieren, wie es Gewürm. Jetzt haben wir wieder einen grossräumigen Raum. Da der Schluff, der uns in die andere Seite führt. Und sind wir wirklich da. Das haben wir gesehen. Da hinten ist es relativ grossräumig. Das ist der Spelio Peter. Das ist so, wir sind jetzt in dem unbekannten Nebenraum von dieser Hölle, wo nicht allzu viele Leute hinkommen. Nur so unentwegte Typen wie der Spelio Peter. So denken alle, es ist so eine scheisse Höhle, aber dann hat wirklich einen engen Schluff. Peter weiss nicht, ob er da wieder rauskommt. Und Alexandra kommt da durch den engen Schluff. Hinten dran der Spelio Peter. Hallo. Papa, kommst du raus oder es ist ziemlich eng? Ziemlich eng. Wer hat dich angeschaut? Hallo. Hallo. Ups, sorry, ich komme zu dir, Papa. Du schaffst es. Dankeschön. So, Peter, bist du gerettet? Da haben wir schon gemeint, jetzt müssen wir die Spelio-Rettung holen. Ja. Tschüss. Fast 10 Minuten. Da vorne wird man an einer Waffe ausgebildet. Hast du etwas getroffen? Ich habe vorhin auf eine Pflanze getroffen, dann ist ein Stein. Versuch mal die Pfanne dort unten zu treffen. Ja, die Pfanne. Oh, wo ist der Stein hin? Gerade vorne. Ist er wieder zurückgekommen? So, liebe Leute, wir verlassen jetzt die Hölle. Ja, ein wunderschöner Gubbel. Die Sonne spiegelt sich in der Wand. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Wo sind wir, Alexandra? Vierdachsgubbel. Was ist das? Ein Hau! Sind wir durch einen engen Schluff? Es war eine super Tour. Bis zum nächsten Mal! Ciao zusammen!